Willkommen zurück, Leute, zu Harveys neuer Augen hier mit unserem Lügendetektor-Spaß. Wir müssen irgendwie... Lügendetektor-Spaß vor allem. Was für ein Schwachsinn ich hier schon wieder rede, echt bei der Einleitung. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen hier lügenmäßig das hinbekommen, ihn zu verarschen, dass Lügen was Gutes ist. Das wollen wir hinbekommen mit unserem Psycho-Harvey-Justitia-Häschen. Ja, und irgendwie ist es jetzt hier die zweite Runde oder so. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber er hat ja gesagt, exakt. Es wird immer dasselbe dabei rauskommen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Gott ist gut und wahrhaftig. Und der sagt immer die... Ja, das hatten wir ja schon. Der ist weise und der ist auch weise. Wahrheit ist böse. Der Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Weiß nicht, ob wir das nehmen sollten. Der Teufel ist böse mit seiner Weisheit. Böse Weisheit, gut Weisheit. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Ja, wir haben ihm das doch schon gegeben gehabt. Warum will er das denn jetzt nochmal? Stopp. So. Böse Wahrheit. Das ist böse Wahrheit. Böse Wahrheit. Aber es ist wahr. Oh Gott, ist das verwirrend. Ja, das macht keinen Sinn. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich weiß auch nicht, warum er das jetzt alles nochmal will. Wir hatten es doch schon geschafft. Och, Mann. Weise, weise. Stopp. Lügen sind böse. Exakt. Du kannst es so oft probieren, wie du willst. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Also. Gott ist gut und wahrhaftig. Und er hat viel Weisheit. Stopp. Gute Weisheit. Es kommt natürlich jetzt auf die Ergebnisse an, denn die muss ich irgendwie kombinieren können. Der Teufel ist böse und viel Weisheit. Er lügt. Böse Weisheit. Und gute Weisheit, geht das? Ah. Ja, das ist logisch. Und jetzt könnten wir natürlich gut böse nehmen. Es ist gut, böse zu sein. Und gut böse und jetzt ist, ja, ist die Frage, ob wir das mit dem Lügen dazu nehmen können. Ich probier's mal. Was habe ich da genommen? Na also, ah. Lügen sind, was? Lügen sind gut? Ja. Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Yay, okay. Ja, ich dachte, das klappt vielleicht jetzt wieder doch nicht. Oh Gott. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Juhu. Das bedeutet natürlich für uns, wir dürfen lügen. Juhu! Da geht Lilly wieder ab.
und dann reden wir mal mit ihm. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Doch. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Okay. Kannst du das? Ja. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Ja. Aha. Und du flunkerst auch nicht? Mm-mm. Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Ging ja dann doch einfacher, als ich dachte. Ich dachte, wir müssen irgendwas mit dem Fahrrad machen. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Mhm. Okay, dann haben wir ihn jetzt ordentlich schön angelogen. Dann gehen wir mal. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Och, Mensch, es gibt Harvey. So viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Oh ja, toll. Oh, ist das schön. Ich würde sagen, gefährliche Orte betreten, darum kümmern wir uns auch mal direkt. Oogie. Boogie. 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 Da sind wir auch schon wieder. So, jetzt haben wir hier die Schultafel wieder und überhaupt, was gibt's denn hier noch so? Da ist wieder der Kaffee, damit kommen wir anscheinend wieder zurück. Gucken wir uns nochmal die Schultafel an. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämon so aufgeregt hatte. Ihr erschien das alles ganz logisch. Ich finde das übrigens schön makaber, dass der sich am Ende aufgespießt hat. Kann man ja mal machen. Können wir jetzt einfach rausgehen oder kriegen wir dann Ärger? Weil wir sind jetzt in der Parallelwelt. Nee, können wir raus, okay. Ja, wunderbar. Gut. Was lernen wir denn jetzt mal? Vielleicht auf dem Indianerfriedhof irgendwas? Schön, dass wir wieder hier sind. Bei den Kartoffeln. Können wir mit ihr wieder reden? Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Doch, doch. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Okay. Muss ich das jetzt irgendwie auch machen oder so? Wir haben ja noch unsere Münzen. Okay. Ja, gut, dann haben wir das gehört. Vielleicht müssen wir das ja bei jemand anderem machen oder so, aber wir haben ja auch gar keine Münzen. Diesmal dabei. Beim Sheriff waren wir jetzt drin, das ging vorher nicht. Ich geh nochmal in den Saloon. Hier ist auch wieder der Kaffee. Da dürfen wir nicht mitmachen. Ja. Ist alles so wie immer hier, oder? Howdy nochmal. Howdy. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Ja. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Schade. Schamane, Wendigo, Weg zur Mine. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Dann gehen wir nochmal in die Prärie. Wir kennen den Weg ja schon. Wir können natürlich auch nochmal zu ihm hier zum Laden nochmal gehen, aber naja. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Oh, das sind die Zeichen von dem Schaman. Ich mach mal die Sonnenuhr wieder anders. Vielleicht bringt uns das ja was. Mit dem Geier nochmal reden? Was ist das? Können wir hier was anderes? Nein, wir haben nichts. Dann gehe ich wieder. Ich habe die Sonne wieder geändert. Ich gehe mal nach hinten. Er ist auch wieder da. Hier ist nix. Komm, wir reden mal mit ihm. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder? Ja. Leider habe ich keine Gratisproben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die
Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Können ja auch mit ihm nichts. Wir haben nichts. Was mache ich denn jetzt hier? Können wir ja nur zum Friedhof gehen. Da muss doch irgendwas sein. Müssen wir mit ihr irgendwas schnacken. Den Kartoffeln kann man ja auch nicht reden. Aber hier scheint ja jetzt die Sonne. Vielleicht nochmal bei ihr Nein sagen? Statt Ja? Hallo, Kleine. Immer noch tot? Ja. Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Soll ich jetzt wieder zurückgehen mit dem Kaffee und das mit dem Kleingeld erledigen? Oder so? Weil ich kann ja zurück. Hier ist ja auch, ja. Oder gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Ich nehme mal den Kaffee. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das ist zwar ein bisschen nervig immer, weil ja genau das mit dem doofen Harvey-Sequenzkram kommt, aber sie hat ja das Kleingeld. Das muss doch irgendwie helfen können. Können wir das ihm geben oder so? Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Du weißt schon, dass das eine Straftat ist, oder? Oh, jetzt war ja nicht eine Straftat. Das bringt mir nicht. Ich kann ja nichts an mir selber anwenden. Das ist ja mal das Blöde. Wenn sie das Geld jetzt hier rausschmeißt, haben wir es dann in der anderen Welt? Hast du das dann hier, wenn du das hier hinschmeißt? Lilly hatte keine... Sie mussten waschen. Die Idee war gut. Ich weiß nicht, weil sie kann... Also sie kann ja nicht raus. Vielleicht müssen wir dann doch hier was machen und nicht mit Harvey gerade in der anderen Welt. Vielleicht müssen wir doch nochmal was hier mit dem Fahrrad und dem Pizzakarton und Pipapo machen. Lilly hätte das Geld gerne dazu benutzt, all ihre Probleme zu lösen. Leider war dies kein Browserspiel. Ja, leider. Leider, leider. So aufregend. Lilly hatte keine... Sie war, ich weiß nicht, warum dieser Spruch immer kommt mit dem Fahrrad beibringen, obwohl ich hier was ganz anderes irgendwie immer vorhab. Kugelfisch. Lilly war... Die Idee war... Ihre Arme sind zu kurz. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze, aber... Die Freundschaft zu Ende, Wollknoll. Die Idee war... Auch zu kurz. Kannst du das mit dem Fahrrad verbinden und das dann darüber fahren lassen? Lilly hat... Sie muss waschen. Geht alles nicht. Lilly, sie muss waschen. Die Idee war... Alles ist gut mit diesem doofen Pizzakarton, der irgendwie zu weit weg ist. Kann man den da mal machen? Cocktailalbum. Ob das hier wohl die Zutat für einen der Drinks war? Lilly konnte es nirgendwo auf der Karte entdecken. Dies war eine der Zutaten für den Betäubungsgift Sunny Cup. Das klang lecker. Ob da... Lilly... Kugelfisch? Das ist doch auch eine Zutat. Dies war eine der Zutaten für den Betäubungsgift Sunny Cup. Stimmt. Der Kugelfisch war ja eine Zutat. Dafür haben wir den, für diesen doofen Cocktail noch. Münzen, Fährmann, ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen können, aber irgendwas müssen wir bestimmt noch machen. Kannst du beim Fahrrad noch was machen? Der Fluchtwagen stand bereit. Hier im Gitter können wir aber nichts machen. Fahrrad. Da und den blöden Karton. Von hier aus sah die Pizza viel toller aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Pizza, Freunde, Eltern. Ja. Das Karte. Nee, das hatten wir schon. Mann! Können wir vielleicht noch mal mit dem Polizisten reden oder so? Valium. Die Idee war gut. Die Münzen. Ich will die Münzen irgendwie weghaben. Für den Aber dann weiß ich nicht, ob die dann in der Parallelwelt sind. Lilly, sie muss waschen. Kann ich nicht. Zu doof.
komm, red noch mal mit dem Polizisten. Also, nie wieder Unsinn, okay? Du hast es versprochen. Können wir ihm irgendwas geben? Vielleicht will er einen Cocktail. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst. Stimmt. Und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel. Zweitens würde ich... Ja. Ich habe auch so schon... Ja. Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Mhm. Möchte er eine Valium? Nein. Das sind alles die Zutaten für den dummen Cocktail. Wollknöll, Kugelfisch... Kugelfisch? Was soll das sein, du? Oh, ich mach Staub. Man gibt ihm irgendwas und dann kommt voll der lange Text. Das ist voll unnötig. Okay, dann kommt wieder der Harvey, wenn ich jetzt rausgehe. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur das doofe Gitter. Und ich konnte doch auch nichts mehr einsammeln hier, ne? Nee. Nichts zum Einsammeln. Das, wir müssen irgendwas in dem Dorf machen können. Und wieso weist sie uns aber auf die Münzen hin? Die Miranja. Müssen wir mit den Münzen irgendwas hier machen, damit die Münzen... Aber in der Parallelwelt war doch auch nie was eigentlich. Ich gehe jetzt nochmal rüber. In den Omni. Muss irgendwie gehen. Mit Kaffee kommen wir ja jederzeit zurück. Können wir mit der Schultafel noch irgendwas machen? Lilly wusste gar nicht. Da rausgucken geht jetzt auch nicht. Kaffee nicht trinken, bitte. Hinterhof. Ich dachte natürlich, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dann ist es in der Welt auch da. Aber in dieser Welt ist sowieso alles anders eigentlich. Wir haben nichts eingesammelt. Können wir vielleicht jetzt in der Satteltasche was finden, was vorher nicht da war? Münzen zum Beispiel. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Schnacken die noch mal was anderes? Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Du kannst nicht mitspielen, hässlich. Immer dasselbe, also das hatten wir eigentlich auch schon alles. Sektkübel noch mal. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Verbote können wir auch nicht aufheben. Wir können aber auch nichts nehmen. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Ja. Zigarren, noch mehr Kaffee, dann kommen wir nur wieder zurück. Das macht mich irgendwie unsicher, dass ich hier von der Miranja immer wieder auf dasselbe eigentlich hingewiesen werde. Die dann immer mit den Münzen irgendwie zappelt. Wir haben aber keine Münzen. Vielleicht nochmal die Zeit ändern oder so? Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Ist denn hier noch was? Nö, auch nicht. So, jetzt habe ich die Zeit nochmal geändert. Bei der Zeit bin ich aber auch angekommen. Ist Hinterhofen, ist egal welche Zeit, ne? Er ist immer hier. Der Quacksalber-Typ. Warum eigentlich? Zu der Zeit sind die auch wieder da. Pokertisch. Die Hunde hatten ihren Einsatz gemacht. Jetzt war Lilly dran. Der Kaffee war schwarz. Wie dieser Abgrund, den Lilly sah, sobald sie die Augen schloss. Ja, wenn ich mal wüsste, was ich jetzt hier machen kann.
Ach, Lotte, bis gleich. Weil es sind jetzt 19 Minuten vergangen und ich habe echt keine Ahnung gerade. Und wenn ich jetzt alleine spielen würde, würde ich hier noch rumgucken und mir Zeit lassen, ne? Aber so ist es halt. Ich spreche sie noch einmal an, aber das war's dann auch. Hallo, Kleine. Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Deswegen glaube ich, wie gesagt, dass sie eigentlich in der richtigen Welt das Kleingeld benutzen muss. Weil dann hätten wir das Geld hier und könnten dann auch pokern. Aber wie das geht, erfahren wir vielleicht in einer Minute. Bis gleich. Also verstehen tue ich es noch nicht ganz, aber wir sollen hier jetzt irgendwie, nachdem wir mit ihr geredet haben, den Kaffee trinken. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann landen wir wieder in der Realität. Okay. Ja, mach mal hinne. Und dann sind wir hier. Warum sind wir denn dann hier? Oh Gott, das sind immer so. Das eine, was ich nicht ausprobiert habe, nämlich den Kaffee an der Stelle trinken, ne? Alles klar. Gut, okay. Jetzt haben wir auch alle unsere Sachen wieder. Faustmulde. Können wir mit ihm reden? Wogga! Achso, wir haben ja jetzt hier, genau, der soll den Dings soll er mal machen, Betäubungsgift. Den kann er jetzt machen. Alles klar. So, den haben wir jetzt. Können wir den jetzt. Was können wir jetzt damit machen? Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Okay. Nein! Also, ja. Selber trinken? Hat sie jetzt getrunken. Mit den Tag zur Nacht. Okay. Und er trinkt den auch. Oh. Weil halt Betäubung. Warum hat das bei ihr jetzt nicht gewirkt? Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Okay. So, und jetzt kommt das mit den Münzen. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Der Barmann schlief. Okay, das haben wir gemacht. Mehr weiß ich auch nicht. Aber warum er bei dem Ding K.O. ging und sie nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Es wundert mich, dass sie den überhaupt getrunken hat. Aber gut. Sie hat ihn auch gesoffen. Wir haben ihm die Münzen draufgelegt. Theoretisch müssten wir jetzt gut vorankommen in der Parallelwelt wieder hier. Geh mal rauf. Oh, oh. Wo willst du denn hin? Mir du hast doch gehört, dass es draußen ist. Gut, den hypnotisieren wir jetzt nochmal. Wo? Im Schnelldurchlauf, wie immer. Ich überspringe das hier wieder. Oh. Und der ist jetzt in der Parallelwelt da. Das ist ja witzig. Okay. Ja, wie es hier weitergeht an der Stelle, das sehen wir im nächsten Part von Harveys Neue Augen, Leute. Bis dann!